Das Leben kann grausam sein, und als das Baby eines süßen und liebevollen Paares auf tragische Weise stirbt, sind sie am Boden zerstört. Doch nur 4 Tage später erhalten sie einen Anruf, der ihr Leben für immer verändert. Katie und Josh waren das perfekte Paar. Sie schienen schon ewig zusammen zu sein und liebten es, in der Gesellschaft des anderen zu sein. Sie hatten sich in der Schule kennengelernt, wo sie gemeinsame Freunde hatten. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und wurden auf ihre Art sehr gute Freunde. Im Laufe der nächsten Jahre wurden sie unzertrennlich und zu einem der beliebtesten und stärksten Paare der Schule. Sie besuchten dieselbe Universität und, obwohl sie unterschiedliche Fächer studierten und einen vollen Terminkalender hatten, fanden sie immer Zeit füreinander. Sie nahmen sich Zeit für Verabredungen, für einen Kinobesuch oder auch nur für eine halbe Stunde, in der sie zusammen etwas aßen oder nur fernsahen. Diese angespannte Beziehung machte sie nur noch stärker. Als sie schließlich ihren Abschluss machten, lebten sie sich in eine normalere Routine ein. Und dann wurde es wirklich ernst. Ich will nicht sagen, dass wir ein Liebespaar wie Romeo und Julia sind oder so, aber irgendwie waren wir das doch, lachte Josh und erinnert sich an die Anfänge der Beziehung. Wir haben ziemlich früh gemerkt, dass wir zusammenpassen und dass wir viel Freude und Liebe in das Leben des anderen bringen. Wir haben alle wichtigen Meilensteine in unserem Leben gemeinsam abgehakt und es war alles perfekt. Das war's wirklich. Viele junge Paare träumen davon, einen guten Job zu bekommen, ein liebevolles Zuhause zu schaffen und ein Kind zu haben. Katie und Josh hatten die ersten beiden Punkte auf der Liste abgehakt und waren nun bereit für ein Kind. Glücklicherweise schien das Schicksal auf ihrer Seite zu sein. Und nach nur wenigen Monaten der Versuche waren sie überglücklich, als sie erfuhren, dass sie ein Baby erwarten. Von diesem Moment an hatten sie das Gefühl, dass ihr gemeinsames Leben wirklich begann, vollständig zu werden. Dieses Kind würde ihre Bindung nur noch stärker machen. Leider hat das Schicksal die unangenehme Angewohnheit, sich einzumischen und die Dinge im ungünstigsten Moment durcheinander zu bringen. Aber was passierte überhaupt? Bleibt dran, um die schockierende Wendung zu erfahren. Katie war aufgeregt, als sie in der 20. Schwangerschaftswoche zum Ultraschall ging. Die Ärzte untersuchten sie und prüften, ob die Entwicklung des Babys wie erwartet verlief. Das war eine ganz normale Sache, die alle Mütter durchmachen. Doch als sich der Arzt an die Arbeit machte, wurde schnell klar, dass was nicht stimmte. Leider konnten die Mediziner nicht herausfinden, wo genau das Problem lag. Aber irgendwas schien nicht hinzukommen. Sie rieten Katie, sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Aber für den Rest der Schwangerschaft waren sie und Josh im Stillen paranoid. Als das Baby schließlich geboren wurde, kam es sofort auf die Intensivstation, wo man hoffte, sein Leben retten zu können. In den nächsten 4 Monaten arbeiteten die Ärzte hart daran, das Leben des Säuglings, der Dewey genannt wurde, zu erhalten. Aber trotz aller Anstrengungen und Bemühungen konnte der Körper des Babys nicht mehr mitmachen und der kleine Dewey starb. Für Katie und Josh war es, als ob ihr eigenes Leben geendet hätte. Es war eine schwierige Zeit für das Paar, das die letzten 4 Monate damit verbracht hatte, auf ein Wunder zu hoffen und zu beten, dass Dewey durchkommt. Ich fühlte mich sehr schlecht, aber in dem Moment war ich auch erleichtert, weil ich wusste, dass er endlich Ruhe hatte und wir ihn eines Tages wiedersehen würden, erinnert sich Katie an den Moment, als sie von seinem Tod erfuhr. Sein Versterben war eine absolute Belastung für die Beziehung von Katie und Josh. Es war eine harte und schwierige Zeit, die für ein anderes Paar den Untergang bedeutet hätte. Aber Katie und Josh waren stark und solide. Anstatt sich auseinanderzuleben und sich zu distanzieren, kamen sie zusammen und unterstützten sich. Beide wussten um den Schmerz des anderen und wollten ihn nicht alleine leiden lassen. Katie und Josh fanden Trost in ihrer Religion und wandten sich an Gott, um diesen grausamen Verlust zu überwinden. Und da geschah das längst überfällige Wunder. Nur 4 Tage nach Deweys Tod erhielten sie einen Anruf von einer Krankenschwester des Krankenhauses, die ihnen mitteilte, dass ein Kind Hilfe braucht. Es war ein Baby, das eine Mutter und einen Vater brauchte. Brax war mit vielen komplizierten gesundheitlichen Problemen auf die Welt gekommen. Er brauchte viel Aufmerksamkeit. Leider war seine Familie nicht bereit, sich mit dieser Last auseinanderzusetzen und beschloss kurzerhand, ihn dort zu lassen. Die Krankenschwester fragte sich, ob Katie und Josh den bedürftigen Jungen kennenlernen wollten. Die beiden, die ein Kind brauchten, das sie lieben können, stimmten dem Treffen zu. Als sie zum Krankenhaus fuhren, wussten sie jedoch nicht genau, was sie erwarten würde. Würde Brax schwierig aufzuziehen sein? Würde er eindeutig behindert sein und eine lebensverändernde Pflege benötigen? Oder war es doch nicht zu kompliziert und die Probleme überschaubarer? Sie konnten nur den Atem anhalten und darauf warten, das Kind kennenzulernen. Brax' Geschichte war wirklich traurig. Er wurde als Frühchen geboren und hatte mit 11 Monaten das Krankenhaus noch immer nicht verlassen. Schon sehr früh in seinem Leben hatte ihn seine Familie ganz allein gelassen,
und ihn als Fluch und unerwünschtes Kind abgestempelt. Brax hatte Atemprobleme und Lungenhochdruck, was bedeutete, dass er viele Jahre lang intensive und engmaschige Pflege benötigte. Es gab jedoch nicht nur schlechte Nachrichten. Der Junge hatte Chancen auf Besserung, wenn er älter wird. Brax brauchte nur jemanden, der ihm eine Chance gab und ihn so liebte, wie er es jetzt brauchte. Als sie seine Geschichte hörten, wussten Katie und Josh sofort, was sie zu tun hatten. Sie hatten zwar ihr Kind auf grausame Weise verloren, aber wenn sie ein anderes Kind retten konnten, dann würden sie das tun. Sie mussten es tun, es war ihre Pflicht. Deshalb begannen sie so schnell wie möglich mit dem Verfahren zur Adoption. Das Verfahren war langwierig und zermürbend, voller Rechtsstreitigkeiten und Prüfungen. Aber schließlich erhielten sie die Nachricht, dass sie nun Brax rechtmäßige Eltern waren. Sie konnten ihn mit nach Hause nehmen und ihr Leben mit ihrem neuen Sohn beginnen. Trotz des schlechten Gesundheitszustands im Krankenhaus stellten Josh und Katie fest, dass sich sein Gesundheitszustand ein wenig besserte, als sie ihn mit nach Hause nahmen. Er war noch lange nicht gesund und brauchte ständig noch Sauerstoff, aber seine Bewegungen und seine Ernährung verbesserten sich deutlich. Er nahm an Gewicht zu und sah gesünder aus. »Ich werde hier nicht sitzen und sagen, dass alles einfach und unkompliziert war«, sagte Katie damals. »Er brauchte so viel Pflege, als er jünger war. Das war harte Arbeit. Ich werde nie jemanden verurteilen, der nicht glaubt, dass er mit sowas nicht umgehen kann. Aber wir waren es uns und Dewey schuldig, Brax eine Chance im Leben zu geben. Er hatte es verdient. Der Tod von Dewey hat eine große Lücke in unserem Herzen hinterlassen und wir hatten so viel Liebe zu geben. Also gaben wir sie Brax. Heute ist er 3 Jahre alt und es geht ihm gut. Er ist nicht hundertprozentig gesund und hat immer noch so seine Probleme. Zum Beispiel funktioniert die Atmung noch nicht so gut und er muss ständig überwacht und betreut werden. Außerdem hat er eine leichte Entwicklungsverzögerung, was bedeutet, dass er langsamer lernt und Dinge aufnimmt als andere Kinder in seinem Alter. Die Betreuung bedeutet 24/7. Nicht jeder kann sowas, aber für diejenigen, die es können, ist das ein lohnendes und lebensveränderndes Abenteuer. Für Katie und Josh ist Brax ihr Sohn. Es war, als käme er genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie hatten Dewey verloren und machten eine dunkle und harte Zeit durch. Aber dann kam Brax und diese dunkle, schreckliche Leere wurde gefüllt. Er gab Katie und Josh einen Grund weiterzumachen und jemanden, dem sie ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit schenken konnten. Und obwohl Brax nicht wie alle anderen Dreijährigen ist, ist er immer noch ein glückliches und lächelndes Kind, das von der Liebe und Unterstützung seiner Adoptiveltern zehrt. Jetzt bist du an der Reihe. Was denkst du über diese herzzerreißende und doch wunderbare Geschichte? Wärst du bereit gewesen, dich um Brax, das Baby, zu kümmern, nachdem du dein eigenes biologisches Kind verloren hast? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren mitteilst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.